2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu wieder Ich interview dich oder so irgendwie. Heute mit Reason HD. Er ist so nett gewesen und ich darf ihn jetzt interviewen. Sag hallo. Ja, guten Tag. Und wir fangen direkt an. Da du bringst ja auf deinen Kanal so gut wie immer COD. Und da wollte ich dich fragen, seit wann hast du eigentlich begonnen COD zu zocken? Das Ganze war 2012. Also ich bin damals angefangen mit Crossfire und dann hat irgendjemand mir mal vorgeschlagen, MW2 zu spielen. Das habe ich dann ausprobiert und das hat mir, ja, ich sag jetzt mal nicht gefallen, aber es war besser als Crossfire und bin bis heute dabei geblieben, halt COD zu zocken. Natürlich auch vereinzelt Battlefield, aber ja, meistens COD. Und es macht dir immer noch Spaß, also. Nein. Also, es gibt bestimmte Spiele, die mir Spaß machen. Also Black Ops 2 zum Beispiel macht mir jetzt keinen Spaß mehr. Fallout Delta One, also MW2, die gecrackten Server, das macht, naja, manchmal ein bisschen Spaß, manchmal aber auch nicht. Also, keine Ahnung. Also ich bin dann eher für League of Legends, was ich jetzt meistens spiele, das eher mir mehr Spaß macht. Ja. Okay, und was zockst du noch außer COD, so gut wie, also kannst du da wieder was aufzählen? Also jetzt League of Legends hast du es aufgezählt? Ja, League of Legends, dann wenn ich mal Bock habe, dann spiele ich auch gerne mal Minecraft mit ein paar Leuten zusammen. Wirklich? Dann machen wir irgendwie eine Scheiße, ja klar. Und ja, sehr gerne spiele ich auch, wenn ich ein bisschen Langeweile habe, dann verabreden wir uns immer und spielen Empire Earth 2, das ist so ein Aufbauspiel, keine Ahnung. Ja, Dead Space und ja, aber hauptsächlich so außer COD League of Legends. Okay. Und jetzt wollte ich aber was so zu deinem YouTube-Business fragen. Und so, wie hast du eigentlich angefangen, YouTube zu machen? Also wie hast du die Idee bekommen, das alles auf YouTube zu stellen? Also COD. Also die Idee ist damals gekommen, wo man sich mal so gesagt hat, hey, was die machen, das kannst du vielleicht nicht so gut, aber vielleicht gucken sich das einige an und du wirst Fame, sag ich jetzt mal wirklich so ehrlich, weil jeder, der mit YouTube anfängt, ist im Inneren sein Ziel, dass er irgendwann bekannt wird und zu Ausstellungen geht, von Treyarch, von Activision, von DICE eingeladen wird zu den Events, auf sämtlichen Events, zum Beispiel auf die Gamescom mit Presseausweisen reinkommt und nur durch einen YouTube-Kanal, und so war es auch mein Ziel, weil ich habe immer gesagt, hey, du kannst das vielleicht auch so gut und du willst auch mal sowas erreichen, und deswegen habe ich mir immer gedacht, okay, cool, kannst du auch mal probieren, und ja, scheint bei den Leuten ganz gut anzukommen. Und du bist natürlich jetzt sehr glücklich darüber, dass du es auch geschafft hast, dein Ziel. Oder? Ja, also ich bin immer so stolz, also ohne meine Abonnenten hätte ich das ja niemals geschafft. Also wenn die sich bedanken, muss ich mich ja so gesagt bei denen bedanken, weil ohne die hätte ich das niemals geschafft. Und wenn ich jetzt in Aurich, halt da wo ich wohne, halt rumlaufe, sag ich jetzt einfach mal so, bei uns ist jetzt im Moment Herbstmarkt und lol. Wenn ich bei uns rumlaufe, dann erkennen mich viele Leute, sehr, sehr viele Leute. Und es ist einfach wieder immer, ja, sagen wir es mal, ein Herzensgeschenk, wenn die Leute mich dann darauf ansprechen. Aber du hast sicher irgendwie auch klein angefangen, es ging schleppend voran. Aber wann persönlich denkst du, hattest du den Durchbruch, wie wirklich die Abonnenten fließen kamen? Wann war das, glaubst du? Ich weiß nicht, ob ihr von dem Video bei I Love Cookies von mir gehört habt, wo ich da mich mit meiner Mutter stresse. Da habe ich an dem Tag habe ich 900 Abonnenten bekommen. Und seitdem lief es ganz gut. 4 bis 6 Monate habe ich jeden Tag um die 300 bis 400 Abonnenten bekommen. Nicht immer, aber meistens. Und es lief halt immer noch gut. Und jetzt ist ja so die Zeit, das Video kommt ein bisschen, ja, das veraltet ein bisschen. Ist nicht mehr so aktuell, gucken sich nicht mehr so viele Leute an. Hat im Moment, glaube ich, 280.000 Aufrufe. Aber so langsam geht es wieder los. Umso mehr Videos man hochlädt, umso mehr Leute entdecken einen ja auch. Und man bekommt am Tag seine 100 bis 200 Kommentare auf die Videos. Und dadurch wird das ja auch dann wieder bei den Freunden angezeigt. Und eigentlich so Durchbruch war halt Anfang Mai. Und ja, steigert sich jetzt wieder. Okay. Und ich wollte dich fragen, hat sich auch irgendwie was stark verändert in deinem Real Life, weil du jetzt so ein großer YouTuber bist, außer dass du erkannt wirst? Also auch, hast du jetzt neue Freunde bekommen wegen dir, oder
keine Ahnung, hat sich da irgendwas verändert? Also, stark verändert hat sich erstmal mein, was heißt mein komplettes Leben? Ich sag erstmal so, durch YouTube kann man sich einige Sachen leisten. So hat sich mein Leben verändert. Ich kann mir Sachen kaufen, die ich dazu beitrage und andere Leute. Ich habe viele Freunde durch YouTube, denke ich mal, dazu gewonnen. Ich bin immer noch nicht der Meinung, ob die jetzt so sagen, ey cool, der hat jetzt, sagen wir jetzt mal, Geld, mit dem muss ich befreundet sein, oder halt einfach nur, weil die mich vielleicht vorher nicht so gut kannten und durch die Videos halt vielleicht besser finden, oder so, keine Ahnung. Aber natürlich, ja, das Privatleben verändert sich halt total. Wenn ich jemand erzähle, ja, mein Hobby ist Videos zu erstellen, dann sagen die auch, hey, der sitzt den ganzen Tag vorm PC. Dementsprechend haben die ja recht. Ich bin halt öfter auch draußen, klar, aber mein Haupthobby ist es halt einfach, diese Videos zu machen und ja. Okay. Jetzt wollte ich dich so ein was zu deinem Real Life fragen. Falls du nicht beantworten willst, musst du es einfach sagen. Also, was studierst, arbeitest du oder wenn du noch in die Schule gehst, welche Schule besuchst du? Also ich habe jetzt die Realschule beendet und gehe jetzt auf eine berufsbildende Schule, das ein Jahr lang im Bereich Pflegeassistenz, also Hauswirtschaft und Sozialpflege, Schwerpunkt persönliche Assistenz, das heißt im Altersheim und sowas halt alles, die Menschen zu pflegen. Und ich strebe eine Ausbildung bei der Bundeswehr als Sanitäter an und ja. Okay, aber wie denkst du, dass du dann fortführen mit YouTube, wenn du dann arbeiten gehst? Glaubst du, kannst du das noch weitermachen, oder? Also ich sag's auf jeden Fall, wenn ich arbeiten gehe, dann ist das erstmal ein weiterer Schritt in mein Leben und das muss ich erstmal alles planen. Klar wird es dann jeden Tag oder jeden zweiten Tag keine Videos mehr geben, aber es wird immer mein Hobby bleiben, das ist wie Fußball spielen, dafür hat man auch Zeit und ich werde mir dann auf jeden Fall versuchen, am Wochenende die Zeit zu nehmen, um Videos vorzuproduzieren für die Woche. Okay. Was hält eigentlich deine Familie davon, dass du YouTube machst? Also sind die stolz auf dich oder sagen die, das ist irgendwie ein bisschen komisch, was du da hochlädst, weil du redest ja oft über deine Mutter und so? Ja, also es ist ganz geteilt. Meine Mutter war am Anfang erst kritisch, sehr kritisch und jetzt ist es halt ganz chillig. Sie macht Videos mit mir zusammen, sie denkt positiv darüber, weil sie am Anfang immer erst gedacht hat, das ist so kriminell, weil wegen dem Geld und alles. Aber meine andere Familie, halt so mein Onkel, meine Tante, sagen perfekt, ich soll das weitermachen, weil das ziemlich gut ist, auch für einen späteren Beruf, wenn man so Medieneinblick und sowas alles hat und schon mal weiß, wie man damit umgeht. Und meine Oma versteht das Ganze nicht so richtig und mein Opa ist da auch positiv. Also es gibt eigentlich keinen aus der Familie, der nun sagt, oh hier, René, hör auf damit und ja. Also eigentlich stehen alle hinter mir. Obwohl du auch so einen Penis als Markenzeichen hast und eher so, naja. Das muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist so das Lustige, wo ich alle so aus der Familie drüber lachen, weil einfach dieses Wortspiel Riesen-Penis einfach göttlich ist. Da lachen selbst, ja, ältere Menschen drüber und das finde ich immer richtig geil. Okay, dann kann ich dir jetzt schon die letzte Frage stellen und dann hast du das Interview auch schon geschafft, also habe ich dich zu Ende genervt. Okay. Und das wäre, welche YouTuber du selber schaust? Also. Hauptsächlich gucke ich jedes Video von Mr. Trashback. Also davon gucke ich jedes Video. Jedes Video von Le Floyd. Und dann halt YouTuber, die ich mal so reingucke. Wovon man einfach Videos sehen kann, sind halt die heutzutage die Kommentatoren, Commander Krieger, die es halt so im Moment gibt, Danny Burnage. Es gibt halt so viele Leute, wo man einfach die Videos gucken muss als Kommentator. Das ist halt. Danny Burnage, wie schon gesagt, Commander Krieger, Imbertime, M-Core. Es gibt so viele I Love Cookies, da muss man die Videos einfach gucken. Aber gibt's irgendwie. Um auf dem neuesten Stand zu sein. Gibt's irgendwen, der heraussticht? Denn du sagst, wenn du ein Video von ihm siehst, dieses Video muss ich mir vor allen anderen geben. Also gibt's da irgendwen, der. Ja, auf jeden Fall. Le Floyd und Mr. Trashback. Die beiden gehen vor alles. Okay. Na gut, dann bedanke ich mich, dass ich dich interviewen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht so genervt. Nein. Und dann würde ich sagen, war's das für dieses Interview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Also dann, tschüss.